Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir wie so häufig meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus, sind beide von den Kita-Rechtlern und wir müssen über den sogenannten Vaterschaftsurlaub ein paar Worte verlieren. Wer unseren Videos schon lange folgt, weiß ja, wir haben uns mal vor einiger Zeit zur Bundestagswahl die einzelnen Wahlprogramme so ein bisschen näher angeschaut und dann auch das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Und siehe da, da stand dieses Wort, ob dieses Wort jetzt direkt drin stand, das weiß ich gar nicht mal, aber jedenfalls diese Idee, die war bereits dort verankert und jetzt ist das alles nochmal ein Tacken komplizierter geworden. Warum denn, Frau Kollegin, und warum habe ich gesagt, sogenannter Vaterschaftsurlaub? Es ist deswegen komplizierter geworden, weil dem Ganzen liegt natürlich eine EU-Richtlinie zugrunde, die Deutschland gemeinsam mit allen anderen EU-Mitgliedstaaten umsetzen muss und die Umsetzungsfrist ist abgelaufen. Überraschung, diese Fristen kommen immer total spontan und niemand konnte damit rechnen. Heißt also, Deutschland hat es mal wieder nicht geschafft, es umzusetzen, sagt aber, es wäre ja gar nicht so schlimm, weil wir haben ja schon einiges anderes aus der Richtlinie umgesetzt. Bloß eben den sogenannten Vaterschaftsurlaub nicht. Sogenannter Vaterschaftsurlaub, weil in der Richtlinie natürlich drinsteht, dass Väter diesen Anspruch haben, aber auch, sofern denn nach nationalem Recht anerkannt, gleichgestellte zweite Elternteile. Also sprich, wer auch immer der Zweite ist, hat diesen Anspruch. Also, wir halten erstmal fest, Papa Staat schafft es nicht, seine Fristen einzuhalten. Das ist der gleiche Papa Staat, der ganz gerne auch bei den freien Trägern darauf hinweist, dass man doch da irgendwie schneller sein müsste. Der schafft das jedenfalls im Hinblick auf EU-Vorgaben auch nicht so ganz, das nur am Rande. Aber er hat eben was nicht geschafft, nämlich er hat etwas, was wir jetzt mal als Vaterschaftsurlaub bezeichnen, tja, eben nicht zum Stichtag, das war jetzt irgendwann, und auch nicht zum, was man ja vielleicht annehmen könnte, 1. Januar 2023 hinbekommen, sondern will etwas hinbekommen, was dann vielleicht in 2024 dann ziemlich viele Leute, hoffen wir, ja, entsprechend beglücken könnte. Denn was ist denn eigentlich geplant, Frau Kollegin? Geplant ist, dass tatsächlich in einem unmittelbaren Zusammenhang, zeitlichen Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes, der Vater oder aber der gleichgestellte zweite Elternteil Urlaub nehmen kann. Und zwar bis zu 10 Tage, also Werktage bzw. 2 Wochen sind in Rede oder sind von der Richtlinie vorgegeben. Und das soll bezahlter Urlaub sein, damit man tatsächlich direkt eine Bindung, eine emotionale Bindung zu seinem Kind aufbauen kann. Der Papa Staat hat in einer Presseerklärung gesagt, ja, das ist ja alles ganz toll und ja, das ist dann der Beitrag der Arbeitgeber für Zusammenspiel, Familie und Beruf dann unterstützend da zu sein. Wir stellen uns an der Stelle natürlich die Frage, wo ist der Beitrag vom Papa Staat, es zeitnah umzusetzen? Ja, genau das Gleiche, nämlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und naja, das Ganze soll ja bezahlt sein. Wie das im Endeffekt bezahlt wird, ob hier der Arbeitgeber einfach den Lohn weiter bezahlen muss und soll, beziehungsweise ob es da irgendwelche Umlageverfahren gibt, ist noch ein bisschen ungeklärt, das Ganze. Aber unterm Strich bleibt uns hier nur zu sagen, schade für die Bummelei. Ich jedenfalls als Papa muss sagen, ich glaube, dass wir wesentlich, wesentlich schlechtere Änderungen finanzieren und dass hier das Geld tatsächlich in einem bewegenden Moment für jede kleine oder größere Familie, dass da zumindest das Geld ganz gut angelegt wäre. Insofern finde ich das mit Verlaub also echt total nicht nachvollziehbar, wie man hier einfach es so dermaßen wieder mal verbummeln kann. Das aber nur meine private Meinung, ihr da draußen wisst. Es kommt vielleicht was. Der Kinderwunsch wird hoffentlich davon nicht aufgehalten werden, gegebenenfalls. Haltet durch. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.